Hallo liebe Fittorial-Sportsfreunde, wir sind bei Tag 4 meines Snowboard-Urlaubs. Knie, Füße, alles spüre ich, aber es ist gut. Heute richtig, richtig geiles Wetter, komplett blauer Himmel, deswegen jetzt auch nochmal die GoPro oder die andere Kamera, die hier verwendet wird, rausgeholt. Wir machen gerade den Übergang zu einem anderen Skigebiet. Das ist sehr krass hier in Leminuia. Man kann eigentlich von jedem Skigebiet ins nächste rüberfahren. So, hier muss ich rechts abbiegen. Hui, eisig. Und hier durch. So, hier sind meine beiden Kollegen. Und jetzt fahren wir auch schon in die Sonne rein. Jawoll. Damit ihr auch mal seht, wunderschöne Pisten, kein Mensch da. Oh, jetzt habe ich ein bisschen stark abgebremst. Hier geht es ein kleines Stück bergauf. Sieht man wahrscheinlich alles nicht so gut. Aber zum Glück geht es ja hier wieder steil runter. Also ein paar Schwünge und hier links runter. Wie ihr hört, die Pisten sind schon etwas hart, aber es liegt genug Material drauf. Ich würde das nicht Schnee nennen, aber es ist genug Material, damit man damit arbeiten kann. Ich habe auch ein relativ hartes Board mit sehr, sehr harten Kanten. Das heißt, ich habe tendenziell sehr guten Grip. Hier fährt mein Bruder an mir vorbei. Er hat ein mittelhartes Board. Damit ist er in weicheren Pistengebieten auf jeden Fall gut unterwegs. Aber da er auch so eine gute Technik hat, kommt er damit gut klar. Okay, hier ist schon ein bisschen ruppiger. Muss man sich doch mal kurz konzentrieren. Hier kommt ein Stück gleich. Das ist etwas flacher. Da kann man mal laufen lassen und erreicht wahrscheinlich jetzt eine Geschwindigkeit von ungefähr 65 km/h. Hui! Okay, aufgeholt. Aua! Hui! Gar nicht so einfach zu quatschen und zu fahren. Schöne Schwünge macht er. Wir fahren beide Goofy, das heißt, unser rechter Fuß ist vorne. Regular wäre der linke Fuß vorne. Und hier biegen wir jetzt in den Lift ein. Das heißt, jetzt hat mich mein Kumpel umgefahren. Das ist für Snowboardfahrer auch immer ein Spaß, Sessellift fahren. Man hat einen Fuß in der Bindung, den hinteren frei. Das Ganze verdreht auch ordentlich das Knie. Dann kommt der Sicherheitsbügel runter. Und trotzdem mag ich es viel mehr als Lift fahren. Was? Als Gondel? Stimmt. Als Gondel fahren. Man ist nämlich an der frischen Luft, man kann auch ein bisschen frieren. Man muss sein Board nicht ganz abschneiden, das ist einer der wichtigsten Punkte. Wir haben nämlich gestern festgestellt, dass wir effektiv nur 2,5 Stunden auf der Piste fahren und 3,5 Stunden Lift fahren. Das geht aber leider nicht besser, weil die Lifte leider nicht so schnell fahren wie wir auf der Piste. So, jetzt zeige ich euch mal. 2-0 verdrückt. So sieht's aus. So, jetzt zeige ich aber euch mal was Schöneres als meine Fresse. Das ist doch herrlich. Dafür macht man das. Thank you.